Die haben einen großen bösen Kreis gebildet. Ich wette, die wollen mich opfern. Lucan. Mein Name ist Lucan. Ich kann sie spüren und ich kann sie sehen, die immer wiederkehrende Seele des Bösen. Gleichwohl gibt es Hoffnung, denn ein schwacher Lichtschimmer beleuchtet den Weg, der uns aus der Dunkelheit führt. Schön. Das sind gute Neuigkeiten, mein Lieber. Wie wär's? Daraus machen wir eine Radiosendung. Ihr habt das Chaos der Erde besiegt. Der Kristall erstrahlt wieder in seinen alten Glanz. Menschen, Elfen und Zwerge, sie werden euch alle danken. Doch noch ist die Gefahr nicht überwunden, ne? Das Chaos des Feuers ist durch die Unruhen 200 Jahre zu früh. Ach, nehmt dieses Kanu. Euer Schicksal führt euch zum Vulkan Kuruk. Da-da-da-da! Ein Kanu! Oh mein Gott, gebt uns doch ein ordentliches Boot, nicht ein Kanu. Wie sollen 4 Leute in ein Kanu passen? Das kann nicht gut gehen. Ja, es gibt große Kanus, ich weiß, aber trotzdem. Ja. Wir sind die 12 Weisen. Die Veränderung der Gestirne am nächtlichen Firmament und die ausgesprochenen Prophezeiungen führten uns in dieses Land. Okay, deswegen seid ihr hier. Ja, ihr seht ziemlich weise aus mit euren Zipfelmützen, das muss ich euch lassen. Jemand, wir Kristalle existieren auf dieser Welt. Doch ihr strahlender Glanz scheint erloschen. Voll Scheiße, Mann. Die viel Chaos überschatten mit ihren finsteren Machenschaften den schützenden Glanz der Kristalle. Aha. Feuer, Erde, Wasser und Wind. Alles auf dieser Welt entsteht aus diesen 4 Elementen. Alles kurze und knackige Botschaft. Moment, jetzt muss ich den Überblick nicht verlieren. Ich muss jetzt... Ja, wisst ihr was? Ich mach einmal Reihe um bis zum 4. Die Quelle ihrer Kraft beziehen die Kristalle aus den 4 Altären, die über die gesamte Welt verstreut sind. Die 4 Chaos, die sich der Altären ermächtigt haben, verdecken den elenden Schreien der Kristalle. Okay. Naja, bis jetzt sind das keine guten, tollen Infos. Das Kanu war wohl das Beste, was ich hier kriegen konnte. Selbst der Strom der Zeit versuchen, die 4 Chaos zu beherrschen. Vor 400 Jahren erschien das Chaos des Windes. Und vor 200 Jahren tauchte das Chaos des Wassers auf. Durch ihre Machenschaften war die Zivilisation des Nordens dem Untergang geweiht. Oh yeah, man, ist klar. Das Chaos der Erde lässt den fruchtbaren Boden dieser Welt verrotten. Da kannst du kein Malz mehr anbauen, ne? Na, verdammt, jetzt gehen mir langsam die Stimmen aus. Muss ich mal wieder ein paar Raubärte sprechen. Das Chaos des Feuers wird diese Welt in einen lodernden Feuerball verwandeln. Okay, ist ja gut. Beruhig dich ein bisschen. Ja, es ist eure Aufgabe, das Leuchten der Kristalle wiederherzustellen. Nun seid ihr auf der Hut und kommt hierher zurück, sobald ihr eure Taten vollbracht habt. Einige Rätsel werden wir bis dahin gelöst haben. Okay, das heißt meine Muckis gegen eure Köpfe. Nee, ich will nicht tauschen. Ich mach die bessere Arbeit momentan. Bringt uns die 4 leuchtenden Kristalle. Nur ihr Kämpfer ist nicht eine Zeit dazu in der Lage. Das war's jetzt, oder was? Naja, immerhin danke fürs Kanu. Lucan hat auch nichts mehr zu sagen. Gut, dann gehen wir einfach wieder. Tschüss! Das war ein kurzer Besuch. Aber jetzt müssten wir theoretisch, ja? Kann ich? Warum kann ich kein Kanu fahren? Ich will Kanu fahren! Toll, das ist wahrscheinlich nur so ein Oberwelt-Kanu. In Städten Kanu fahren ist verboten. Oh, guck mal. Tuff, 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 tuff. Cool. Deswegen ist die ganze Zone hier so mit Flüssen übersät, damit man sie mit dem Kanu überqueren kann. Okay. Das hier unten sieht ein bisschen komisch aus. Da werde ich auch mal hingehen. Wir müssen zum Vulkan. Und hier sind noch 2 Orte auf der Karte. Dann würde ich mal sagen, Heidi ho, let's row. Row, row, row your boat. Endlich passt das Lied. Jetzt haben wir Skorpion und Anacondas, die kennen wir schon, oh je. Na egal, trotzdem mache ich die mit fix kalt. Nehmen wir wieder den Vollgar-Zauber. Einfach weil ich's kann. Müsst ihr zwar eigentlich nicht mit ansehen, was ich hier mache, aber hey, damit ihr auch ein bisschen wisst, was auf diesem Kontinent so rumläuft, außer. Bäm, Junge, geiler Effekt. Macht aber fast keinen Schaden, toll. Was hier außer Kobold. Nee, Quatsch, nicht Kobold, außer Trollen und Tausendfüßlern rumrennt, dürft ihr auch alles wissen. Auch wenn es nicht sehr mächtig ist. Ich habe wirklich zu viel trainiert. Schade. Habe ich mir die ganze Spielerfahrung kaputt gemacht. Ein paar schwierige Kämpfe wären noch gar nicht so schlecht. Und wehe, einer von euch sagt mir jetzt, ich kann im Optionsmenü irgendwo den Schwierigkeitsgrad hochdrehen. Ich werde den Teufel tun. Ich werde... Moment. Kann man das...
uns da viel Besprach auswählen. Nein, kann man nicht. So, ha, man kann es nicht. Pech gehabt, Leute. Das hättet ihr wohl gern, dass ich mir das Spiel wieder schwieriger mache, wo ich gerade so eine schöne Glückssträhne habe mit Weiterkommen und so. Nix da. Hier ist es mit Bergen zugesät. Deswegen muss man hier durch. Okay, cool. Naja, okay, das beschränkt aber auch ein bisschen unsere Fahrtrichtung. Weil ich hätte jetzt gesagt, entschuldige, dass ich immer die Karte wieder aufrufe, aber ich brauche auch ein bisschen Orientierung. Wenn die Berge jetzt nicht wären, könnte ich zum Beispiel einfach so dahin schwimmen und dahin schwimmen und da unten dieses komische Dings erkunden und so weiter. Naja, dann folgen wir erstmal nur den Flüssen und sehen, was dabei auf uns zukommt. Theoretisch müssten ja auch Monster hier kommen, wenn ich mich so bewege, oder? Nö, bis jetzt nicht. Aber was klar war, mit dem Kanu aufs offene Meer fahren geht sowieso nicht, das ist logisch. Ja, kurz an Land, dann sofort weiter. Können wir hier runter? Jetzt sind hier schon wieder Goblins und die haben nur 54 Gil gebracht. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie an einem rückwärtigen Ort angekommen. Und zwar ins Schrecken und wir sind hier in diesem komischen Sumpf. Das hier ist ein Wald. Mit Wölfen und Isegrims. Das ist ein bisschen komisch. Man muss einfach wieder so denken, Entwickler packen normalerweise nichts irgendwo hin, was keinen Sinn macht. Und eine Zone mit Guffelmonstern irgendwo hinzusetzen, die halt nach drei Schlägen umfallen, macht für mich wenig Sinn. Aber hier ist eine Wüste. Cool, ich bin schon mal richtig abgebogen. Wohin geht's denn hier in diese Wüste? Okay. Wüste, Wüste, hier ist es so. Moment. Kurz wieder rausgehen. Wenn ich eine Wüste betrete, sollte ich vorsichtig sein. Es ist... Wisst ihr, das ist einfach so eine Sache. Es gibt in den Final Fantasy Spielen bestimmte Orte, an denen Gegner auftauchen, die einfach übermächtig sind. Ich weiß nicht, in wie vielen Teilen des Spiels das der Fall ist, aber nur als Beispiel halt, weil ich es am besten kenne, Final Fantasy 8, die Inseln der Hölle und des Himmels, glaube ich, oder so ungefähr müssten die heißen. Das waren zwei Landzippe, die... Nö, nur... Trolle und Minotaurus. Das ist ja nichts Besonderes. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder. Und das waren Inseln. Auf diesen Inseln gab es die mächtigsten Monster des Spiels auf dem Maximallevel. Oder auf jeden Fall auf einem sehr, sehr hohen Level. Und ja, das war wohl die perfekte Trainings- und Selbstmordgelegenheit, wenn man dort gelandet ist. Unter anderem aber auch war es ein sehr schöner Ort, weil man dort zum Beispiel... unsichtbare Draw-Punkte hatte, aus denen man bestimmte Zauber ziehen konnte. Und das waren wiederum die mächtigsten Zauber des Spiels, wie zum Beispiel der Meteor-Zauber oder ich glaube Ultima. Ja, Ultima war garantiert auch dabei. Oh, hey, guckt euch das an! Das ist ein Final Fantasy-typisches Monster. Das dürfte über die Jahre unterschiedliche Namen haben. Hier heißt es erstmal Schmatzer, aber ich kenne es als Küsschenmonster. Ebenfalls aus Teil 8 und Teil 10 mir bekannt. Küsschenmonster sind durchschnittlich stark. Sie haben, so wie Morbol, ein Monster, dem wir wahrscheinlich ebenfalls immer noch begegnen werden, die fiese Eigenschaft, dass sie einige Statusveränderungen hervorrufen können. Das Vieh hat jetzt gerade nicht die Gelegenheit dazu bekommen, aber glaub mir, Küsschen oder Schmatzer, wie es hier heißt, ist nicht so nervig. Aber wenn ich jemals in diesem LP einem Morbol begegnen sollte, werde ich mich wahrscheinlich in den Arsch beißen, so heftig wie das ist. Und jetzt sind wir wieder in der Stadt hier angekommen. Okay. Ich werde den Rückweg jetzt ganz kleines bisschen beschleunigen, jedes Mal. Da ich hier offensichtlich in die falsche Richtung gelaufen bin, sparen wir dadurch ein wenig Zeit. Zack. Denn diese ganzen Kämpfe, die hier gerade kommen, sind alle ziemlich langweilig, muss ich sagen. So Wölfe, Ogerhäuptlinge schon wieder und... Überhaupt nichts, was Neues. Das Einzige, was neu war, war bis halt jetzt das Küsschen und der Tausendfüßler. Ansonsten, bisschen wenig Monstervielfalt, muss ich sagen. Vielleicht habe ich ja Glück und treffe ja doch noch auf irgendein komisches Wassermonster, während ich entlang schippere. Moment, da geht's irgendwo hin. Das heißt, wir fahren jetzt einmal hier, diese Biegung und dann links halten. So. Es müsste mich da unten irgendwo zu einem bestimmten Ort bringen. Das sieht auch so komisch aus. Mehr Oger, mehr Langeweile. Aber ich werde es irgendwie reinschneiden, dass ihr es nur einmal gesehen habt. Die Hintergründe der Kampfareale haben sich inzwischen mehrfach geändert. Das sah gar nicht mal so uncool aus. So,
nochmal den Speicherstand per Save State. Und ja, die Typen haben gesagt, ich soll mal zum Vulkan gehen und gucken, was da los ist. Vulkan Guruk, erste Etage, ja. Soll ich das Ding noch komplett erkunden, oder? Ah, okay, die Lava macht mir Schaden und ich darf natürlich da durchlaufen. Wie viel Schaden macht die Lava denn? Lass uns mal kurz gucken. Wir haben... Was ein gutes Beispiel. 257 auf Choreo. Das waren jetzt zwei Schritte. Oh, wie süß. Das hat mir jetzt gerade so drei Schaden oder sowas gemacht. Die ganze Lava auf, für jeden Spieler in der Gruppe. Ogre, Magus, Hyäne und Häuptling. Nichts davon dürfte neu sein. Insofern kloppen wir einfach mal alles fix ganz kaputt. Dein Blinkzauber ist ja ganz süß, aber bringen tut er nicht viel. Der Blink ist bringen nix los. Bringt nix. Trotzdem heile ich mich einmal kurz. Denn natürlich hat unsere Gruppe über den Verlauf der Reise bis hierher ein bisschen Schaden genommen. Kann ich Schaden da? Es kann nicht schaden, den Schaden gegenzuheilen. So. Die Sphinx ist auch wieder da. Hey! Trotzdem beschleunige ich das Ganze. Denn Monster, die wir schon kennen, zeige ich euch noch ganz kurz ab jetzt, würde ich mal sagen. Und danach... Ja, das ist popelig, den Schaden, den die Lava hier macht. Und danach kann euch das ja eigentlich egal sein. Trotzdem sehr schade, dass sie nicht mehr Monster eingebaut haben. Vielleicht kommen sie auf den unteren Etagen. Wobei so ein Vulkan ja eigentlich nicht sehr groß sein sollte, hoffe ich mal. Mit so einer alten Tempelruine à la Indiana Jones könnte ich ja noch leben. Oh, Feuerelementar. Das nächste nach den Erdelementaren. Sehen sich ziemlich ähnlich, die Kollegen. Mit so einer alten Ruine am Vulkan könnte ich ja leben, à la Indiana Jones-Style. Aber sowas hier mit einem Mithrilhelm. Aber einfach nur in so einen Berg runter zu marschieren, ist für mich nicht gerade die... wisst ihr, ich glaube nicht, dass so ein Vulkan sehr viele Höhlen haben sollte. Und da ich die Biester eben noch getroffen habe, was machen Tausendfüßler in einem Vulkan? Ui, was ist das denn? Ein Pyrolisk. Ach toll, wetten, das sind wieder solche Versteinerungsvögel. Das kann ich ja noch verstehen, so Feuerfalken und Versteinerungsvögel und sowas. Aber warum Tausendfüßler? Was machen Tausendfüßler in einem Vulkan? Jetzt sag mir nicht, die können hier drin überleben. Das sind Insekten. Normalerweise mögen Insekten nicht so viel Hitze. Es gibt sicherlich irgendwelche komischen Feuerspuck-Insekten, die Lava im Körper haben. Wenn dann aus den, nicht der Alien-Film, wie hieß der nochmal? Star Troopers oder wie der hieß. Oh, Feuerhydra. Hey, wieder was Neues. Ah, ich hab mir was gewünscht, was Neues, und auf einmal ist es da. Und trotzdem hält's nichts aus. Was für ein Witz. Da ist noch eine Truhe, wo ich hin will. Vorspulen, 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 beschleunigen, beschleunigen. Nah. Ich verlange eine weniger Monsterfähigkeit. Denn alles, was mir hier drin bisher begegnet ist, ist langweilig. Langweilig und schwach. Naja, nur so lange, bis ich nicht versteinert werde durch mein Glück. Ein Hinterhalt. Oh mein Gott, die Hydra macht 48 Schaden. Na egal, die Hühner sieht cool aus. Die kann ich ruhig mit einer Aufnahme reinnehmen, denn sie stirbt nach einem Schlag. Ich sag ja, alles schwach momentan hier. Zwei Feuerelementare. Im Schnellvorlauf abgefrühstückt. Jetzt haben wir was Interessantes vielleicht gefunden. Ein Riesenschwert. Das klingt nach... Ja, effektiv gegen riesige Gegner. Toll. Davon finden wir hier wahrscheinlich ein paar mehr. Deswegen, Moment, aber, die können es alle nicht tragen. Hier, Riesenschwert, da haben wir es doch. Das kriegt jetzt Choreo in die Hand und, ja, dann geben wir Anacon erstmal den Drachentöter. Der könnte gegen die Hydra effektiv sein, weil Korallschwert und Runenschwert gegen Magie- und Marinengegner macht für mich nicht sehr viel Sinn hier drin. Dämonen. Eine andere Farbversion von den Gargoyles und die machen selbst bei Sarina keinen Schaden. Das ist peinlich. Wie schnell sterbt ihr denn im Vergleich zu anderen Viechern? Feuerschaden 39. Ja, die Zauber sind nicht schwach, das muss man sagen, weil die kommen halt durch Domas und Choreos Rüstung durch, aber trotzdem immer noch keine Herausforderung.